Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, wo wir beim letzten Mal vor dem Eisdrachen aufgehört haben. Irgendwie fehlt gerade die Musik. Kann das sein? So ein bisschen? Da steht Biff, ist ein bisschen angeschlagen, da steht der Eisdrache und zu dem werden wir jetzt gehen. Allerdings werden wir uns davor eine little bit ausrüsten. Und zwar nehmen wir einmal diese Spruchrolle hier mit. Und legen das Auge Innos an. Genau. Achso, das Artefakt ablegen. Sehr schön, jetzt können wir mit dem Drachen reden. Und wir haben eine sehr schöne Spruchrolle gegen den stärksten von den vier Drachen. Finkreck heißt der gute Herr. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Entsprechender Drache, dem Auge Innos sei Dank. Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Gut, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Finkreck, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Und der stärkste von den vier Drachen. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Diener des Bösen, warum bist du hier erschienen? Bist du nur gekommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Der höhere Sinn unserer Zusammenkunft in dieser Welt, kleiner Mensch, wird dir verborgen bleiben. Was in Innos Namen muss ich tun, um euch wieder aus der Welt der Menschen zu verbannen? Bevor du handeln kannst, musst du erst den Sinn unserer Zusammenkunft verstehen. Doch wird dir niemand aus freien Stücken davon berichten. Allein das Auge könnte unsere Zungen lösen und dir unsere wahren Ziele offenbaren. Allerdings wird dir das nichts nützen, wenn du tot bist. Man hat uns schon davon unterrichtet, dass du den Weg des Drachenjägers gewählt hast. Also haben wir unsere Nachkommenschaft in eure Welt entsandt, um den Bestand unserer Ahnenreihe zu sichern. Du hast schon verloren, kleiner Mensch. Wie bringe ich die anderen Drachen zum Reden? Allein mein Herz könnte dir helfen, die Macht des Auges zu erneuern. Aber es wird dir nicht gelingen, mir das Herz zu entreißen. Die Kraft Schauen wir des mal. Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Hauptsache Biff kommt. Biff, das hätte ich jetzt auch alleine hingekriegt. 6000 Erfahrung. So muss man's den Biestern geben. Und eine riesige Erschütterung, wenn er hinfällt, obwohl er so klein geworden ist. Aber den stärksten Drachen erledige ich dann gerne doch so. Gut, wir konnten jetzt nur das Herz nehmen, also alles andere haben wir noch nicht gelernt, Alter. So langsam bekomme ich das Ge. Ich will. Ja, komm Genau hier. da.
Schauen wir uns mal seinen Hort an, den ja jeder Drache hier hat. Da können wir ein paar Sachen mitnehmen. Ein Drachenei. Wir haben auch neue Tagebucheinträge, ne? Dracheneier. Genau. Die Dracheneier, die werden noch eine kleine Rolle spielen. Ich glaube, wenn man den Weg des Paladins zum Beispiel geht, kommt da eine andere Quest. Aber ich weiß gar nicht mehr welche, ehrlich gesagt. Haben gerade noch einen Sturmbringer gefunden. Den schauen wir uns mal gleich an. Mir fehlt der Ton hier gerade, muss ich sagen. Okay, Folgendes. Das Auge ist matt und ohne Glanz. Aber Frankos Amulett ist ja noch da. Wir werden jetzt mal... schon mal die ganzen Lederbeutel öffnen, sonst haben wir nachher 10.000 Lederbeutel im Inventar und müssen die alle nacheinander öffnen. Das ist ja auch ein bisschen doof. Deswegen machen wir das jetzt schon mal eben kurz. Und dann haben wir schon den ersten von den vier Drachen erledigt. Das ist super. Ich meine, die Spruchrolle ist natürlich auch mega. Und für den Drachen ist es wirklich gut geeignet. Weil der ist wirklich extrem stark. Den kriegt man ansonsten nicht so wirklich leicht down. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich Biff nochmal 100 Gold gegeben habe. Ich hätte ihn eigentlich auch jetzt schon zurückschicken können, weil zum nächsten Drachen bringt nicht so wirklich was, weil wir das Auge erst wieder aufladen müssen. Wir können natürlich die ganzen Viecher, die vor dem Drachen wieder sind, umlegen schon mal. Aber ich mach eh erst was anderes. Von dem her. Ich denke, wie du meinst. Auf Wiedersehen. Du gehst jetzt bitte nicht. Warte mal, ich muss den nochmal mitnehmen. Es tut mir leid, das war jetzt dumm, ich weiß. Aber der geht jetzt da hinten hin. Warte und dann mal. Stirbt er vielleicht. Deswegen. Ja, komm. Die 100 Gold. Aber nachher macht er hier noch irgendwas Doofes. Wir gehen jetzt nämlich nochmal nach vorne eben und dann, speichere ich nochmal eben. Haben wir hier zwei Speicherstände? Ja, hier ist noch einer. Dann kann ich den hier mal überschreiben, falls die Aufnahme nichts wird, dass ich das wiederholen kann, was ich nicht hoffe, dass ich es wiederholen muss, sondern dass die Aufnahme gut wird. Die Musik fehlt mir, wie gesagt, so ein bisschen. Aber ich glaube, in der Eiswelt hatten wir generell auch in der letzten Folge, glaube ich, hier gar keine Musik, ne? Die. Ich weiß gar nicht, ob es in der Eiswelt gar keine Musik gibt. Habe ich ehrlich gesagt nie so wirklich drauf geachtet. Egal. Hier haben wir jetzt erstmal alles erledigt. Wir könnten natürlich jetzt noch die anderen Eiswölfe und Eisgolems, die da sind. Du willst mich verarschen. Töten. 4! Hey, warum kommen die denn? Okay. Skip macht mit. Skip. Warum? Wie kommen wir auf Skip? Skip, der Pirat. Er ist hier. Ich hoffe, Biff schafft den einen und nimmt mir dann hier noch einen ab. Ah, perfekt. Biff, komm her! Wow. Okay, Biff hat einen. Ah, die Viecher sind schon stark. Wenn man mal sieht, wie viel Schaden die machen, da sind die noch echt unangenehm. Aber wir haben ja Biff. Nichts zu plündern. Da, ich will die Waffe haben. Kriege ich nicht. Egal. Ein Echsenschwert weniger. Ach, wir wollten uns den Sturmbringer anschauen, ne? Habe ich jetzt ganz vergessen. Machen wir jetzt. Dann können wir uns auch so ein Echsenschwert mal angucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage die machen. Nur 80. Aber trotzdem ziehen die uns so viel. Das ist schon nicht so nett. Sturmbringer ist eine sehr nette Waffe. Ist sogar eine Zweihandwaffe. Okay.
Werden wir vielleicht später mal benutzen. Jetzt erstmal nochmal speichern. Ich will mich jetzt nicht heilen. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Kleine Rolle, du Wichser. Ich hab die scheiß Golems für dich weggeräumt, die ganze Gegend geklärt und jetzt auch noch... Biff macht gar nicht mit, willst du mich verarschen? Ja, gib's ihm! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Ja, kesselt mich ein. Ist nett. Auch nett, dass die mich nicht töten. Aber gut, ich muss mich, glaube ich, doch nochmal ein bisschen heilen. Ich dachte, Biff kämpft mit. Eigentlich, ehrlich gesagt. Aber gut, dann nicht. Wir kriegen echt viel Damage noch. Die machen teilweise echt so viel Schaden gegen uns. Wir brauchen eine bessere Rüstung. Das ist echt ekelhaft. Mann, Mann, Mann. Ja, Licht will ich nicht haben. Der ich deine. Ja, komm, Bulko, du Wichser. Wie viel Schaden macht er eigentlich? Und wo will Silvio? Ne? Ja, gib's ihm. Ja, ist klar, ne? Bulko schlägt die ganze Zeit von hinten auf mich ein und zieht auch extremst viel. Es ist zum Kotzen. Es ist... Ihr Wichser, jetzt habe ich mich wieder heilen. Leckt mich doch fett am Sack, Alter. Ihr geht mir so auf den Piss. Ihr scheiß Wichser. Der Eisdrache, ich will deine kleine Rot. Guck mal, wie viel Schaden die machen, das ist doch nicht normal. Jetzt mal ganz ehrlich. Mann, fick dich, du Wichser. Ist klar, dass Bulko mich jetzt umhaut. Vor allem mit einer Einhandwaffe macht er mehr Schaden als ich mit einer Zweihandwaffe. Was ist das für eine Logik? Naja, egal. Bulko bringt mich nicht um, er nimmt nur mein ganzes Geld. Ja, das ist mir aber egal, denn den knall ich gleich ab. Deine Waffe nehme ich mal mit. Halt's Maul. Du kleiner Wichser, du kriegst gleich... Aha, was gebe ich dir? Ich kann leider nichts so Geiles machen, weil Biff da ist. Aber du wirst gleich richtig... Bleibst du wohl hier, du Wichser? Ich denke, dir ist jetzt klar, wen du vor dir hast. Was willst du? Sonst alles klar? Jetzt nicht, mir ist kalt. Warte mal. Verdammt, Silvio ist tot. Ja, und du wirst der Nächste sein, du kleiner Arsch. Das. Mach ihn fertig! Zeig's ihm! Wir machen unglaublich viel Schaden mit diesem Schwert. Zeig's ihm! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Ja, gib's ihm! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Boah, der kotzt mich an. Ich mach natürlich aber auch gar keinen Schaden mit dem Schwert. Pass mal auf, du kriegst einen Feuerball in die Fresse. Kannst du aufhören, mich zu verfolgen? Halt Maul. Bulko, bleib hier. Jetzt krieg ich. Ja, Alter, Leck des Todes. Jau. Ist klar. Ja, gib's ihm. Ich treffe ihn gerade gar nicht mit meiner Waffe. Es ja nie wieder, mich anzugreifen. Ach, komm, du kotzt mich an, ganz ehrlich. Noch nicht mal Gold?
Ich will das nochmal laden. Oh, Alter, es leckt grad. Fick dich, Spiel. Junge, ich habe in dieser Folge nichts geschafft, nur den scheiß Drachen. Willst du mich gerade verarschen? Weißt du was? Du gehst mir gerade so auf den Weg, Silvio, dass ich dich jetzt... Doch, ich muss dich ansprechen, damit ich Erfahrung kriege. Aber du gehst mir echt enorm auf die Eier. Und können jetzt mal diese scheiß Lexie aufhören, verdammt Darks. Eisdrache ist... Mann, halt die Fresse, du scheiße Wichser. Oh, weißt du was? Ah, er kommt mit. Natürlich kommt er mit. Warum kommt Bulko mit? Ist er behindert im Kopf? Ah, hör doch auf mit den Lex, ey. Es ist so lächerlich. Oh, Biff, Alter. Verpiss dich, du Wichser. Ja, wieder einkreisen, ne? Ihr kleinen Wichsviecher. Zeig's ihm! Vielleicht sollte ich erstmal Bulko... Oh, Alter. Ja, so kann man total gut kämpfen. Oh, ey, es tut mir leid gerade für die Lex. Aber so kann ich auch nicht kämpfen, wie man sieht. Und die kriegen... Alter, es reicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, gib's ihm. Meine Fresse. Wieso habe ich 90 Frames, wenn ich auf 30 eingestellt habe? Dieses Spiel... Es ist so... Ich Scheiße. Halt Maul. Haltet beide eure Mäuler, Alter. Ihr werdet sterben. Ihr werdet qualvoll sterben. Ich finde es ein bisschen sehr übertrieben, wie viel Schaden die machen. Die haben erstens nur Einhänder. Klar, es gibt auch starke Einhänder im Spiel, aber... Ganz ehrlich... Bulko als Maul. Du Wichser. Guck mal, drei Schläge und schon wieder Hälfte des Lebens verloren. Es macht einfach keinen Spaß dann auch, ne? Hier, ihr Wichser. Da ist nichts zu holen. Jetzt fick ich noch auf euch. So. Boah, nee, also das macht mich dann echt aggressiv. Behinderte Scheiße, Alter. Hör auf mit den Kacklecks, Mann. So, Biff, verpiss dich. Du bringst mir einen Scheißdreck, du elender Wichser. Und jetzt habe ich mich gleich abreagiert. Mann, das muss dann aber auch mal sein, ganz ehrlich. Bei so einer Scheiße muss man sich auch mal aufregen. Jetzt laden wir erstmal wieder das Auge auf. Oh. Yay, pulsiert voller Energie. Ich bin begeistert. Vielleicht hören jetzt die Lecks auf. Das wäre ganz angenehm. Folge ist eh vorbei. Ich kann es nicht glauben. Wir haben ja sehr viel geschafft in dieser Folge. Es war mehr Rage in dieser Folge. Am Anfang nicht, aber dann. Ne, wegen diesen zwei Pennern. Garond. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Und glaub ja nicht, dass das schön alles ist. Irgendein Ork ist da draußen wieder geil. Auric. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Einen von ihnen habe ich schon getötet. Kannst du mir sagen, wo ich die anderen finde? Es gibt da eine Felsenfestung im Süden, noch weit hinter dem Vulkan. Unsere Späher haben berichtet, dass die Festung schwer bewacht ist. Vielleicht verbirgt sich dort einer von ihnen. Schauen wir nach, aber nicht mehr in dieser Folge. Oh, ich bin gerade ein bisschen angepisst. Merkt man vielleicht so ein bisschen. Okay, nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal bei Gothic 2. Die Nacht, das Raben.